Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Minecraft. Ja, tut mir leid, wenn sich meine Stimme ein bisschen belegt anhört. Ich hab grad was getrunken. Ja, da steht. Ich bin noch nicht fertig. Ich komme gerade vom Sport und wollte ein bisschen von diesem Protein-Getränkzeug trinken. Deswegen hört sich meine Stimme ein bisschen komisch an. Ich muss da nachher noch ein bisschen weiter trinken, also keine Sorge. Ich war gerade eben duschen und das wollte ich aufnehmen. So, das mache ich jetzt auch. Also, beim letzten Mal haben wir die Oberflächenobjekte in dem Labyrinth fertig gemacht. Im Irrgarten fertig gemacht. Und da werden wir heute natürlich nicht weitermachen. Nein, ich wollte ja was anderes machen. Oh, ich sehe gerade, es wird gleich Nacht. Ja, okay, dann packe ich ein bisschen was ein. Wie sieht eigentlich meine Axt aus? Okay, ich habe eine neue. Gut, ich will heute das machen, was ich schon des Öfteren gesagt habe. Nämlich will ich zum Naturgarten gehen und den fertig machen. Und zwar brauche ich dafür ein wenig Glattstein. Ich nehme einfach ein bisschen mehr mit. Das reicht aber. Dann müssen wir noch hier Dings machen. Efeu abschneiden. Ich nehme mal die Schere mit und da, genau, da war ja noch eine. Richtig. Da brauchen wir also Efeu. Und was noch? Laub, genau. Ich hätte gerne Schwarzeichenlaub. Oh, da ist nicht so viel da. Ah ja, das brauchen wir ja auch für den Irrgarten. Ja, gut, aber jetzt brauchen wir es erstmal hier. So, und ja, da ist auch nicht so viel da. Es reicht auf jeden Fall für unsere Zwecke. Vielleicht ist hier auch noch ein bisschen was drüben. Eichenlaub ist auch noch da. Aber ich will noch Eichensetzlinge mitnehmen. Das sind wahrscheinlich auch noch welche da. Weiß ich jetzt nicht. Ist aber auch egal. Ich nehme einfach mal welche mit. So, und dann was noch? Ein paar Blumen vielleicht? Wie wäre es mit großer Farn? Nee, ich will gerne Gras. Ah, guck mal, da haben wir noch was. Liane heißen die hier. Okay, bei mir sind's, ist es Efeu. Ja, die fünf. Es sind 12. Die lasse ich mal da. Dann muss das genügen, was wir hier haben. Oder was wir schon dort haben. Egal. So, jetzt kann ich mal zum Agrarplatz gehen. Genau. Denn da habe ich, Lianen wollte ich sie ja nicht nennen. Ich bin ein bisschen durcheinander. Efeu, genau. Das ist dieses Grünzeug da eben. So, ja, ich habe, also nach dem Ende der letzten Aufnahme, habe ich hier auch wieder fleißig abgeerntet und ich musste wieder ein neues Feld anlegen. Aber wir sind ja jetzt aufgeklärt. Wir wissen ja, wie das geht mit der wundersamen Samenvermehrung. Und das hat sich natürlich fortgesetzt. Deswegen habe ich jetzt wieder mehr davon. Und ich bin gespannt, wann wir den Umkehrpunkt erreichen, dass ich und dann immer weniger Stufe 1 Samen, oh Moment, da geht's raus, immer weniger Stufe 1 Samen habe, bis ich dann schließlich gar keine mehr habe. Ja, irgendwann wird das der Fall sein. So, jetzt hier mal ab mit dem Zeug hier. Ich glaube, so viel brauche ich da eigentlich gar nicht. Ich muss ja nicht alles zugleistern damit. Das wächst ja zum Teil auch selbst dann wieder nach. Oder noch fertig oder so, wie auch immer man das sagen oder nennen will. Naja, aber ein bisschen was kann ich ja mitnehmen. Was habe ich jetzt da? 20? Oh, das ist nicht viel. Also da muss schon ein bisschen mehr noch mit. Und es ist ja nicht mehr viel, ne? Ich habe damals ja aufgehört, weil ich einfach keine Ideen mehr hatte. Ich hatte einige Ideen, die habe ich umgesetzt. Und irgendwie war ich aber noch nicht damit zufrieden. Also irgendwie war das einfach, fühlte sich das noch nicht fertig an. Und deswegen habe ich es erstmal sein lassen, bis ich dann wieder Ideen hatte. Und jetzt vor einigen Tagen oder mittlerweile schon ein, zwei Wochen oder sogar ist das hier, weiß ich gar nicht mehr. Ist ja auch nicht so wichtig. Aber da hatte ich mal wieder ein paar Ideen, habe ein bisschen rumprobiert in der Kopiewelt und siehe da, das hat mir gefallen. Und deswegen habe ich mir das so festgesetzt. Und jetzt endlich ist es soweit, jetzt machen wir das. Das dauert nicht lange. Danach machen wir das ein weiteres Projekt. Da haben wir, so wie ich gesehen habe, auch schon angefangen. Also so ein bisschen Vorbereitung. Da tauchte dann, nachdem ich das gesehen hatte, wieder so eine vage Erinnerung auf, dass da mal was war, dass ich da mal was gemacht habe. Aber das sehen wir dann nachher und dann machen wir das auch gleich weiter. Ich habe da noch keine so hundertprozentige Idee. Okay, ich würde sagen, das reicht jetzt mal. Dann teleportiere ich mich mal dahin, wie ich das machen will, aber das werden wir dann sehen vor Ort. Aber jetzt erstmal hier zum Naturgarten. Da. So, was haben wir denn jetzt hier noch?
Da haben wir noch Farn. Sehr gut. Eichenlaub. Ja gut, Eichenlaub. Ah, guck mal, da haben wir auch noch was. Und da haben wir auch noch was. Sehr gut. Und Erde will ich auch mitnehmen, genau. Ja. Ein paar Blumen sind noch da. Haben wir noch ein paar Stämme? Ja, haben wir da auch. Da ist noch ein bisschen was. Ja, aber ich glaube... Ah ja, das hier, das. Knochenmehl. Das heißt hier Beinmehl. Ja, Bein heißt dann Knochen. Kennt man ja auch. Jemandem, was geht das durch Mark und Bein oder so ähnlich, sagt man doch. Das ist natürlich genau das. So, also, dann will ich gerne... Halt, Setzlinge. Da. Ich wollte hier noch Bäume hinhaben. Da noch einen hin. Da setzen wir da noch einen hin. Das weiß ich nicht. Eigentlich müsste der wachsen. Und ansonsten, falls nicht, müssen wir eben mal ein bisschen nachhelfen mit Knochenmehl. So. Da, dass es hier noch ein bisschen dichter ist. Komm, dann kann ich hier noch, hier auch noch einen hinpflanzen. So, dann wollte ich gerne ein bisschen, ja, das kann jetzt mal weg hier. Ein bisschen Efeu dahin haben. So, dass das auch ordentlich zugewachsen ist hier, da auch. Da geht dann an der Seite das Holz weg. Das Gras. Na, seht ihr, da ist, wächst Gras. Wenn ich da jetzt... Was? Ah, das war die Kuh. Wenn ich da das Efeu hinpflanze, dann geht das weg. Dann soll es eben weggehen. So, es muss aber nicht überall. Was, geht da eigentlich da drauf auch? Nö, geht nicht. Okay, dann nicht. So, da. An den stehenden Stämmen muss das nicht sein. Ja, ich meine jetzt an den hier, wo eben noch Laub dran ist. So, und da noch was. Ah, da geht das hier weg. Na gut. Dann geht das eben weg. So, haben wir denn noch was? Da vorne ist noch was, genau. Das soll jetzt so ein bisschen so Moos darstellen. Ah, da wächst schon was. Ach, sehr gut. So. Da auch noch. Okay, haben wir noch was irgendwo? Nö, da vorne nicht mehr. Gut, dann will ich mal hier ein paar so Steine hinsetzen. Einfach mal so mittendrin irgendwo oder da in den Boden. Ja gut, macht jetzt wenig Sinn, dass ich da unten einen hingemacht habe, aber meinetwegen so. Kann da nochmal einer hin und da noch. So. Vielleicht da hinten noch ein bisschen. Ach, guck mal, da kann man da noch was hinsetzen. So, ein bisschen Laub will ich ja auch noch. Also Büsche, dann will ich auch noch hinhaben. Machen wir den noch weg und den noch weg. So. Ach, guck mal, da ist ja auch schon was. Ah, sehr gut. Und hier diesen Eingang da, ich weiß nicht, ob ich mir da was überlegt hatte, ob das denn so bleiben soll oder nicht, aber ich lasse das auf jeden Fall jetzt einfach mal so. So, vielleicht da vorne noch ein bisschen was hin. Da und am einer einfach mal so mittendrin einfach einen hin. Da kann noch einer hin. Da versenken wir einen in der Erde. So, da vielleicht auch noch mal zwei. Ach, die mache ich mal so. So, Diagonal. Nee, der soll jetzt wieder weg. So. Aber ich glaube, das reicht dann auch. Oder hier kann man noch einen hin. Hinsetzen. Irgendwie. Oder auch nicht. Doch, dahin. Aber dann will ich da auch Efeu dran machen. So. Ach ja, und da könnte ich ein bisschen Sand noch hinmachen. Ja, das habe ich mir auch so gedacht. Aber ich glaube, ich habe keinen Sand mehr hier jetzt. Oh, Moment mal. Da passt doch noch. Passt doch noch was hin. So. Ich glaube, ich habe hier keinen Sand. Aber dann hole ich eben was. Da ist nichts. Vier Eimer sind da noch. Okay. Na, das ist eben das, ne? Wenn man auf so eine Baustelle hat und dann lange nicht hingeht, man lässt die Sachen erstmal da. Man will ja wiederkommen und dann hat man schon alles da, aber bis man dann tatsächlich wieder hinkommt, hat man sowieso wieder alles vergessen und die Sachen liegen da rum und ja. Man vermisst sie anderweitig. Ich weiß aber nicht, dass man welche hat. Das kann ich auch noch gleich hier zusammen basteln. Ja, so. Und überhaupt brauche ich die Schere jetzt gerade gar nicht mehr. Ja. Sand. Okay, dann... Nein, ich wollte was essen. Dann wetze ich eben schnell ins Lager und hole etwas Sand.
Muss nicht viel sein, nur so ein bisschen was. Was habe ich denn da drin? Kartoffeln? Ja, tatsächlich. Ich habe mal wieder das Kartoffelfeld abgeerntet. Das musste auch mal wieder sein. So, das reicht. Oh, Naturgarten. Da haben wir ihn. So, da vorne. Ach, da kann ich aber auch hier noch ein bisschen. Hier, guck mal da. Aber, oh ja, ich muss aufpassen, dass ich... Ja, da muss ich das einfach neu pflanzen hier. Das nutzt alles nichts. Nö, das, so hoch will ich das nicht haben. So. Und jetzt müsste das hier weggehen. So, das will ich neu anpflanzen. Denn die Dinger müssen ja direkt am Wasser stehen. So. Und dann kommt da vor... Oh, da haben wir doch... Da haben wir doch noch Holz. Was noch völlig unbemoost ist, das muss sich gleich ändern. So, hier noch was hin. Da noch was hin. Oh, die Steine könnten auch mal ein bisschen Moos vertragen. Warum denn nicht? Okay, da ist das andere Sandzeug hier. Ach, das kann ruhig ein bisschen da... Ja, das ist zu viel. So. Ah, jetzt habe ich keinen Sand mehr. Och, nö. Ja, ich wollte ja auch nicht so viel verbauen. wollte ich ja nicht. Ja, nutzt alles nix. Nee, ich will es jetzt machen. Das gefällt mir. Deswegen werde ich jetzt ins Lager gehen und weiteren Sand holen. Ja, damit habe ich eben vorher auch nicht gerechnet. So, aber das sollte jetzt auf jeden Fall genug sein. Ich will ja nicht zu viel jetzt dahinsetzen. Nur ein bisschen was. So, Naturgarten. Es macht mir immer Angst, wenn ich das Gelände nicht sofort sehe. Da hab, ich hab's ja gerade gesehen, da diese, das, naja, das Gelände, was eben so unterirdisch da gerade so ist. Aber das ist ein bisschen viel jetzt hier. So, das soll ein bisschen, ja, so eine kleine Landzunge darf da sein. Und da kann man da noch zwei so Dinger hinsetzen. Okay, so, damit bin ich zufrieden und schon renne ich wieder weg. Ja, noch irgendwas? Nö, ich glaube... Also das waren jetzt die drei Sachen, oder? Da vorne, genau, da vorne Bäume pflanzen, habe ich ja gemacht. Ein bisschen Steine verteilen. Hier, ach so, nee, das Gebüsch, genau. Oh, das fehlt ja noch hier. Gebüsch. So, und das hellere noch. Genau, ein bisschen Gebüsch haben wir ja schon da, aber ich will noch ein bisschen mehr haben. Zum Beispiel hier. Oder hier, neben dem Stein. Dann, wir könnten hier sogar noch was machen. Hier. Nee, das ist zu viel. Ja, genau. Warum nicht? Passt da noch was hin? Und es wird wieder Nacht. Aber das macht nichts, denn ich habe ja ein Bett hier. So, da kann man... Da noch mal was hin. Gut. Da mache ich hiervon und da was hin. Da vorne kann auch noch... Oh, was ist das? Das ist kaputt gegangen. Ja, weil das eben nicht mehr am Wasser steht. Ne? Die Dinger müssen ja direkt am Wasser stehen. Ja, die Bambusdinger. Die können... wie war das? Die können auf Sand stehen und auf Erde. Das ist egal. Aber sie müssen direkt am Wasser stehen. So, ja, jetzt wird es aber dunkel. Nee, dann will ich mich lieber mal hinlegen. Nicht, dass ich wieder mit Monstern zu tun kriege. Das will ich nicht. Das hatte ich hier ja sowieso schon. Deswegen gibt es da hinten ja zwei Teiche. Da kamen mir noch zwei Creeper an. Ist schon... Oh, wie lange ist das her? Naja, weiß ich jetzt nicht. Aber schon so einige Dutzend Folgen. Würde mich nicht wundern, wenn es mehr als 100 sind. Wie ist das mit den Bäumen jetzt hier? Sind die schon... Nee, die sind noch nicht gewachsen. Da ist noch gar kein einziger gewachsen, oder? Ah, doch, der kleine da vielleicht. Ach, aber doch, da vorne auch hier die... Oder? Der eine da? Ah, weiß ich jetzt nicht. So, ich würde sagen, also bis auf die Tatsache, dass hier noch keine Bäume gewachsen sind, so wie ich das eigentlich gerne hätte... ist eigentlich schon... ganz gut hier. Da noch was.
Ja, das reicht. Also ich will es jetzt ja auch nicht übertreiben. Okay. Dann will ich mich noch ein bisschen darum diese Bäume kümmern, dass die auch... Wo muss ich denn hin? Da. Dass die jetzt mal ein bisschen wachsen. Ah ne, das Knochenmehl habe ich ja hier. Richtig. Na, kriegen wir vielleicht ein neues Huhn auch noch hier? Jetzt wollte ich hier die Mauer werfen. Hab sie nicht getroffen. Boah, das ist da hinten irgendwo hingeflogen, aber nein, hier ist kein Huhn. Dann kam da auch keins raus. So. Ja, Baum, nun wachse doch mal. Ha, sehr gut. Oh, das ist sogar ein Kloster geworden. Oh, ja, schön. Ha, das ist gut. Wo haben wir denn? Da ist noch einer. Ja, der ist auch gewachsen, sehr gut. Dann haben wir hier noch einen. Okay, wunderbar. Ich glaube, das reicht eigentlich schon. Habe ich da noch irgendwo einen Setzling? Denke mal, dass da mindestens noch irgendwo einer stehen müsste. Oder zwei vielleicht sogar. Na, hier sieht das nicht so aus. Da auch nicht.